Weihnachtswünsche werden wahr. Zu diesem Zweck wurde zugunsten der Bürgerstiftung für Chemnitz eine Benefizveranstaltung im Café Moskau in Chemnitz ausgerichtet. Die Xing und BVMW Gruppe Chemnitz sowie die HM Versicherungsmakler hatten eine Tombola organisiert. Die Bürgerstiftung ist eine Plattform für Vereine, für soziales Engagement und hat sich auf die Fahnen geschrieben, bürgerschaftliches Engagement zu unterstützen. Die Bürgerstiftung erfüllt im Rahmen ihrer Aufgabenstellung für bedürftige Kinder auch Weihnachtswünsche. Die heutige Aktion ist von Xing ins Leben gerufen. Ich habe den Thomas Lorenzi vor ca. 3 Monaten kennengelernt und er war total begeistert vom Inhalt der Bürgerstiftung. Und wir haben heute hier ein konkretes Projekt. Und das konkrete Projekt ist, Geld einzusammeln für bedürftige Kinder, um Weihnachtsgeschenke auszugeben. Die anwesenden Unternehmer und Unternehmerinnen waren sich einig. Ja, ich bin ja über Xing eingeladen worden, habe hier auch spontan einen Preis gestiftet für die Tombola. Und das heißt, wenn man anderen helfen kann, dann sollte man das tun, mit den Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen. Ich finde das eine ganz tolle Idee, dass die Aktion überhaupt stattfindet. Also ich halte sehr viel davon. Also Xing erstmal alleine schon das Netzwerking, neue Leute kennenzulernen und das Interessante. Und das Ganze dann auch noch mit einem guten gemeinschaftlichen, gemeinnützigen Zweck zu verbinden, finde ich, ist eine sehr gute Idee. Warum? Weil ich begeistert war erstmal von der Idee der Bürgerstiftung. Ich kannte sie bis jetzt nicht, bis ich es bei Xing gelesen habe. Und Kindern eine Freude zu machen zu Weihnachten, ist einfach ein schönes Gefühl. Und da ich jedes Jahr vor Weihnachten mir ein Projekt suche, wo ich spende, war das eigentlich ideal für mich. Die Sachpreise für die Tombola wurden von einigen Mitgliedern von Xing oder BVMW Chemnitz gespendet. Zu gewinnen gab es eine lange Liste an Preisen. So gab es unter anderem Pokersets, CDs, Währungsgold, einen redaktionellen Beitrag in der BVMW-Zeitung und einen Film für eine Unternehmenspräsentation. Moderiert wurde die Verlosung von Mirko Harlauer, der als Repräsentant der HM-Versicherungsmakler anwesend war. Letztlich konnte der Bürgerstiftung für Chemnitz ein Scheck in Höhe von 1.312,50 € überreicht werden. Im Namen aller Mitglieder von Xing und BVMW Chemnitz wollen wir den zu beschenkenden Kindern ein schönes Weihnachten 2009 wünschen.